in diesem Video. Sieht irgendwas anders aus, berühre ich Türklinken, öffne eine Tür und liegt etwas Schnee. Morgen Kai, was? Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living, der im Wind vor der Tür steht. Ja, vor der Tür. Ich muss mich mal dringend rasieren und das geht draußen am besten. Hui, irgendwie kälter als gestern, aber wieder rasiert. Endlich wieder gescheit aussehend. Jo, schnell mal Jacke an. Es geht ein ganz schön fieser, gemeiner, kalter Wind. Genächtigt haben wir hier aber ziemlich gut. Keine Störung. Die Straße in Sicht und Hörweite, im Van war es aber ruhig. Da habe ich nur den Schneepflug gehört, wenn er hier vorbeigekratzt ist. Am Ende der Brücke der andere Parkplatz, wo wir gestern auch noch kurz waren. Und danach geht's in den Nordkap-Tunnel. Und da rein werden wir uns dann jetzt mal begeben. Wir verlassen die Nordkap-Insel und brechen auf zu neuen Ufern. Und was Friedrich freuen wird, wir haben Rückenwind. Nordwind. Das ist der ganz gemeine und kalte Wind. Und von hinten hat sich eine Schneewehe angeschlichen. Die war da gestern Abend noch nicht. Sack und Asche. 20 cm, aber kein Problem für uns. Wir können theoretisch auch vorwärts weiter. Gut, weiter. Wo ist die Mannschaft? Könnt ihr die mal holen? Ah ja, super. Das seid ihr. Dankeschön. Der Co-Pilot ist schon wieder ganz fit. He? So wie der da hängt, kämpft er mit dem Winterschlaf heute. Dann wollen wir mal. Drehen wir den guten Kaiman um und fahren hier über die Brücke. Da werden wir dann mal irgendwann alles entsorgen, was wir so dabei haben an Zeug und was weg muss. Ja, die Steinschleuder war heute wohl auch schon unterwegs. Das ist ja super. Es verspricht etwas Grip auf der Strecke. Genießt die letzten Blicke auf die Nordkap-Insel, denn das werden die letzten sein. Einmal hier über die Brücke noch, die auch alle wie alles andere total vereist ist. Und dann geht's 212 Meter unters Meer, 6870 Meter lang. Luftanhalte, wir tauchen. Steil runter, steil hoch. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Auf der anderen Seite sieht's genauso aus wie auf der Insel. Ja, dann fahren wir mal hier weiter, ne? Auf Schnee und Eis bei. Wie viel Grad haben wir? 0,5 Grad plus. Trotzdem friert hier alles weiter vor sich hin. Ist echt ein Phänomen. Wetter eigentlich ganz gut. Sonnig ist es nicht, aber über uns immerhin keine Wolken. Und die Wolken leuchten ein wenig. Auf der linken Seite, super Parkplatz. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen, nämlich dringend einen Mülleimer. Auf der ganzen Insel des Nordkaps gibt es gefühlt keine freien Mülleimer. Und den Parkplatz kennt ihr vielleicht irgendwoher. Möglicherweise waren wir hier schon mal. Ja, Müll ist weg und jetzt hört mein Verständnis auf. Da bauen die Norweger einen super schönen Parkplatz, auf dem man echt nächtigen kann, parken, verweilen. Und dann stellen sie hier komplett alles ab. Im Winter ist hier zu. Jedes Klo zu. Nichts mehr. Auch die Entsorgung zu. Was soll der Scheiß denn? Was ist mit den Lkw-Fahrern, die hier unterwegs sind? Wo sollen die denn pinkeln gehen? Das ist doch bescheuert. Da zahlen die hier, weiß nicht wie viele, Hunderttausende, die der Platz gekostet hat, und stellen im Winter alles ab. Das ist
Gib mir nicht in den Kopf. Strom haben sie ja hier auch. Licht brennt hier auch die ganze Nacht. Also Norwegen, ich weiß ja nicht, wie weit ihr manchmal denkt, aber hier habt ihr ein bisschen zu kurz gedacht. Ja, Schießdreck. Jetzt sind wir halt unseren Urin der Biotoy nicht losgeworden. Es ist noch nicht voll, aber ich wäre ihn gerne losgeworden. So ein Quatsch hier, ehrlich. Willkommen in Olderfjord. Da sind wir wieder. Gehen jetzt mal noch tanken. Hier gibt es einen riesen Campingplatz. Und dann fahren wir auf der E6 weiter Richtung Alta. Und hier ist auch schon die Tanke. Wir müssen auch nur halb voll machen. Friedrich, brauchst jetzt nicht ausflippen. Das kriegen wir hin. 26 15. Liter. Sorry, Friedrich. War dann wohl doch ein bisschen viel für ihn. Verdammt. Jetzt fahren wir weiter. Hilft ja nichts. Ein paar Meilen will noch machen. Minus 4,5 Grad. Kalt geworden. Kurz nach der Tanke geht es dann auch rechts. Das Blinken sparen wir uns heute mal. Hier ist eh keiner. Und ein wenig durchs Hochland. Ich sag mal so, wir machen mal eine Pause. Da müssen wir durch eine Schneemauer durch. War da eine Schneemauer? Hier gibt es so eine Art Parkplatz, glaube ich. Zumindest sind da Spuren irgendwie. Und das sieht doch ganz nett aus. Ich habe Hunger. Hammerblick, hey, Alter, Verwalter. Es wird frisch, minus 7,5 Grad, um 13 Uhr. Ich suche gerade nach meinem Frühstückmittagessen. Hab's auch gefunden, Fisch und Tomate mit Toast. Aber was ich auch noch gefunden hab. Seht ihr die Flasche da hinten? Ich hol sie mal raus. Wir haben Glühgin dabei. Wer hat denn den eingeladen? Alter, ich hoffe nur, Timo sieht dieses Video nicht. Der killt mich, wenn der hört, dass ich Glühgin dabei hatte, glaube ich. Weil wir waren ja echt low mit Glühwein. Ach Gott, ach Gott. Der hat 36% Alkohol, eine Einheit Glühgin, 5 Einheiten Wasser. Und dann hat man Glühwein-Gin oder so. Hey, da bin ich jetzt echt geflasht. Das hatte ich null auf dem Radar. Steht ganz hinter im Eck im Schrank. Kopf. Ich habe mir jetzt mal ein Stückchen weiter nach vorne gestellt. Jetzt aber mal einen Happen essen und dann überlegen wir, ob wir Glühwein-Gin trinken oder nicht. Nein, wie es weitergeht, überlege mal dann. Was meint er? Kleine Runde noch vor die Tür kurz? Immerhin stehen wir hier echt kuschelig. Der Motor läuft noch, ja. Ich fülle noch ein bisschen die Batterie. Und hier hat es richtig schön geschneit die letzten Tage. Da liegt feiner Pulverschnee. Die Straße ist vielleicht knappe 100 Meter von uns weg. Stört nicht weiter, hört man im Auto nicht. Und die Zufahrt war auch ganz gechillt. Das Einzige, wo ich dachte, hups, war der Eingang. Ein WC-Häuschen steht rum. Da geht der Weg noch weiter. Wo geht's da wohl hin? Und ich glaube, wir bleiben hier heute Nacht. Ist nett hier. Schöne Sicht. Vor an die wenig befahrene Straße. Und hier seht ihr die Schneemauer, die wir durchbrochen haben. Wir sind nicht irgendwie mit dem Boden in Kontakt gekommen. Also der Kaiman mit seiner Höhe und dem Green Monkey Fahrwerk schon gut unterwegs. Die Straße sieht so vielleicht nicht besonders glatt aus. Sie ist aber schweineglatt. Verblüffend ist, Toilette ist offen, aber sieht nicht lecker aus. Chemieklos darf man da nicht entleeren, aber ich könnte da theoretisch morgen meine Biotoy leeren. Aber wir kommen morgen auch noch, glaube ich, woanders vorbei, wo das ginge. Norwegischer Militärtransporter. Wo will denn der hin? Russland ist in die andere Richtung. Sind die hier schon auf der Flucht oder habe ich was verpasst? Falls ihr euch wundert, warum ich das Mikrofon hier oben habe, wenn ich es hier unten habe, dann scheuert das an der Jacke oder wird von der Jacke verdeckt, dann ist euer Ton zu Hause noch blöder, als er so möglicherweise schon ist. Deswegen
stecke ich es mir jetzt da oben hin. Das habe ich bei Dominik von Freundship gesehen. Der hat das immer an der Kappe. Und ist eigentlich echt clever. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Er ist ein cleverer Kerl. Jo, so viel dazu. Und wir stehen jetzt hier im leichten Tiefschnee. Und vielleicht sehen wir noch Polarlichter. Ich meine, wir haben einiges an freiem Himmel an der Decke. Ein bisschen blöd ist, dass es in die Richtung jetzt immer mehr zuzieht. Denn das ist eigentlich Norden. Jo, schön hier. Endlich mal ein bisschen kalt mit -7,5 Grad Schnee. So muss das sein. Habe noch meine Ringüberwachungskamera wieder rausgestellt, dass ich die morgen beim Abfahren nicht wieder vergesse. Ne? Denkt mal mit dran. Auch spannend und ein Learning. Der Motor läuft jetzt im Stand. Die Temperatur des Motors sinkt nicht wirklich signifikant ab. -7,5 Grad, habe es gesagt. Und der Motor bläst hier und das Gebläse immer noch schöne warme Luft in den Raum, sodass ich noch nicht mal hinten die Heizung anstellen muss. Das ist gut zu wissen. Den Motor lasse ich hier natürlich nur laufen, weil ich hier alleine stehe. Würden hier Fremde noch mit mir rumstehen, würde ich das sicherlich nicht machen. Leute, 15.40 Uhr, irgendwas ist ganz schräg draußen. Es schneit ordentlich. Wo kommt denn das jetzt her? Noch schräger ist, dass da hinten ein Stern am Himmel hängt. Und rechts das Licht steht ein Auto mit an der Straße. Mal sehen, was der da treibt. Ah jo, wo ist er hin? Stand doch da gerade noch. Ah, da ist der Topf hin. Steht schon gefährlich nah bei den zwei Banditen, die da so hoch sitzen. Ihnen ist aufgefallen, dass sie von oben viel bessere Sicht haben, als wenn sie auf der Bank sitzen. Aber egal, hier wird jetzt gegessen, eine Suppe und die muss heute weg. Nochmal, mache ich die nicht heiß. Also, anstrengen. Es ist eine kleine Herausforderung, gebe ich zu. Der Pott ist noch ganz schön voll. Ich habe den Kampf gegen die Suppe verloren. Es ist noch was übrig geblieben. Die Jungs haben gekniffen. Draußen ein Zentimeter Neuschnee, sonst nicht viel los. Es flöckelt noch ganz leicht vor sich hin. Und jetzt fiel mir gerade ein, Mensch, ich habe ja noch meinen Joghurt draußen. Und müssen wir mal gucken, ob der das überlebt hat jetzt mit der Kälte. Verblüffend, ist nicht gefroren. Er ist essbar. Dann mache ich mich da mal dran. Kurze Pause beim Schneiden. Jetzt ist es 22 Uhr. Geschmacklich auch nicht schlecht. Aber kalt. Na, liegt ihr schon im Bett. -7 Grad draußen. Klarer Himmel über uns. Ansonsten überall Wolken. Ein bisschen Polarlicht ist zu sehen über uns und links von uns hinter den Wolken. Aber dann lohnt nicht, vor die Tür zu gehen. Dafür ist es jetzt zu spät und ich kann mir auch nicht mehr aufraffen. Irgendwann ist einfach auch hier vorbei. Und Schluss, nämlich jetzt. Morgen geht es hier weiter. Wir fahren weiter. Das Wetter wird winterlich die nächsten Tage. Also laut unserem Team-Meteorologen kommt Sturm, Schnee. Und wenn man weiter guckt in die Ferne, möglicherweise auch kältere Luft. Die nächsten Tage werden spannend. Gute Nacht und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Schönen guten Morgen, Leute. Hier ist Kai aus Norwegen am Toasten. Ja, heute geht's mal nicht ohne Frühstück los, sondern mit. Draußen die Situation auch ganz ordentlich. Es windet nicht, es schneit nicht, es ist heiter bis wölkig. Wölkig? Wolkig. Der Herr Kobelot flackt hier noch auf der Lounge rum. Ich esse einen Happen und dann hauen wir so langsam ab. Oh verdammt, das ist unser letzter Honig. Die anderen Honiggläser stehen im Zottel. Habe ich nicht mitgenommen. Kobelot, wie wär's? Möchtest du einen Honigtoast? Ja, da mache ich dir doch gerne eins. So, Co-Pilot, bitteschön, dein Toast mit Honig. Da ist aber nicht viel Honig drauf. Ist da nicht noch mehr Erzgebirge-Honig in dem Glas? Ich will mehr Honig, der Tag ist lang. Ach, Co-Pilot, jetzt habe ich schon alles weggeräumt. Jetzt ess das doch mal so und irgendwann beim nächsten Mal gibt es dann mehr Honig. Jo, lassen wir den Co-Pilot mal knabbern. Und immerhin bin ich jetzt nicht derjenige, der das letzte Honigbrot gegessen hat, sondern er. Oh, noch was wollte ich kurz sagen. -4 Grad draußen, dank leichter Fußbodenheizung und dem Cloudpad-Boden, latsche ich hier tatsächlich barfuß rum. Der Boden überzeugt mich weiterhin sehr. Die Isolierungsfunktion ist top.
zusammen mit der Fußbodenheizung, die über die Truma-Heizung gesteuert wird, weil da Luft in den Boden gepumpt wird, funktioniert hervorragend und macht einen warmen Boden. Gehen wir mal noch schnell vor die Tür und eventuell seht ihr es. Ja, jetzt vielleicht, nämlich da hinterm Berg scheint noch irgendwo die Sonne und wir stehen im Schneegestöber. Das ist schon immer alles nah beieinander, was Wetter angeht. Etwas Schneefall bei gedämpftem Sonnenlicht. Und ich gehe jetzt mal kurz meinen Urinbehälter leeren. Da schau an, die Herren Copilot und Friedrich auch am Start. Der eine verdaut gerade sein Honigbrot und der andere wundert sich, warum er keins gekriegt hat. Und ich wundere mich, wo wir jetzt hinfahren. Von hier aus gibt's zwei Möglichkeiten. Wir können nach Hammerfest fahren und nach Alta. Hammerfest war ich letztes Mal auf meinem Trip sehr lange und es hat mich nicht aus den Socken gerissen, ehrlich gesagt. Deswegen zieht's mich da jetzt nicht hin. Zudem schlechtes Wetter, Sturm, halber Orkan da oben. Das hatte ich da auch schon, also das brauche ich auch nicht nochmal. Deswegen unsere Entscheidung. Wir fahren nach Alta, da waren wir zwar letztes Mal auch sehr lang, diesmal sicherlich nicht, denn es ist eine Zwischenstation, Übernachtungsspot auf dem Weg weiter südlich. Dann würde ich sagen, alle startbereit, wir legen ab. Willkommen zurück im Cockpit. Alter Schwede, waren das Farben, oder? Das ist nicht irgendwie falsches Color Grading. Das war tatsächlich so farbig mit einem bisschen Sonne irgendwo. Wir hatten sie nicht gesehen. Und die angestrahlten Wolken, gar nicht hässlich. War aber ein kurzer Flug, denn zu viel Verkehr hier. Also kommt ja alle fortzulangen, ein Auto oder ein LKW oder sonst irgendwas von hinten, von vorne. Da kann man nicht gescheit filmen, deswegen dann mehr oder weniger Abbruch und wieder am Boden filmen. Junger Vater, aber das Licht begleitet uns auch am Boden noch gewaltig mit. Was für orange-blau um 12 Uhr Mittag. Kein Scherz, es ist 12 Uhr und 5 Minuten. Hier beginnt der Sonnenauf- und Untergang in einem. Ah, Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Dann spült sie uns aus dem Hochland wieder raus nach Skaidi. Und hier geht es jetzt eben geradeaus nach Hammerfest auf der 94 oder nach Alta auf der 6. Und ja, wie schon gesagt, wir fahren nach Alta und von dort dann irgendwie irgendwann weiter. Vor allem fahren wir so jetzt auch nochmal voll ins schöne Licht. Das ist ja Wahnsinn. Jo, liebe Leute, das war's mit schönen Farben. Wir haben wieder Einheitsschwarz-Weiß, würde ich es mal nennen. Es schneit leicht und ja, ich glaube, die Sonne kommt heute nicht mehr so richtig und die Farben auch nicht. Wir stoppen mal kurz im Schnee. Wir könnten mal noch einen Mülleimer gebrauchen heute. Und hier steht einer rum. Wir sind auch am Bauen, kriegen die neue WC-Anlage. Ich glaube, wir brauchen unsere Gummistiefel für den Müll. Müll weggebracht, 4,5 Grad minus und plötzlich auch kein Schneefall mehr. Das wechselt hier immer super flottes Wetter.
11 Grad. Es ist frisch geworden. Und hier ist gerade ein kleiner Parkplatz. Ohne Campingverbotenschild. Wir könnten uns auch hier mittig in den Tiefschnee stellen. Ob das eine gute Idee ist, sehen wir dann, wenn wir weiterfahren wollen. Das Coole hier einfach, minus 11 Grad. Wir könnten noch mal den Van auf ein bisschen frischere Temperaturen testen über Nacht und morgen nach Alta fahren. Immer kein Stress. Der Spot hier liegt schön windgeschützt. Wir hatten unterwegs mal echt ordentlich Seitenwind. Habt ihr gesehen, der Schnee flog von links nach rechts. Und ich habe den Kaiman jetzt da mal schön in den Tiefschnee gestellt, wo noch keiner gefahren ist. Das sind also schon ein paar Zentimeter, die wir da im Quark stehen. Aber immerhin feinster Pulverschnee. Super romantisch der Spot natürlich nicht. LKWs, PKWs, ist eine befahrene Straße. Aber in Alta wäre es auch nicht viel anders. Da würden wir auch irgendwo auf dem Parkplatz stehen. Dann allerdings nicht bei minus 11 Grad und 30 cm Schnee. Das ist ja auch so ein typischer Schneemobilparkplatz. Hier parken sie ihre Autos, laden ihre Schneemobile ab und fahren damit in die Pampa hoch. Ja, mit so einem Mobil wäre ich auf so einen Parkplatz auch nicht gekommen. Ob ich das mit Zottel gemacht hätte in den Tiefschnee, weiß ich auch nicht. Vielleicht reinfahren, ja, aber ich weiß nicht, ob er da auch wieder angefahren wäre. Mit dem Allrad. Easy. Und momentan haben wir noch schön Rot am Himmel. Vielleicht gesellt sich ja nachher noch ein bisschen Grün dazu. Wer weiß, wer weiß. Gucken wir mal, was es heute alle noch so gibt. 14.39 Uhr, das Farbenspiel draußen ist vorbei. Jetzt geht das Farbenspiel hier drin weiter mit einer Orange. Die fahre ich seit Finnland schon mit durch die Gegend. Das ist unglaublich und die ist noch nicht verschimmelt. Also das ist praktisch ein Wunder. Und da ich nach so langer Zeit echt nicht will, dass sie mir noch vor sich hin verschimmelt, esse ich sie jetzt. Und ein paar Vitamine können ja mal auch nicht schaden. Wobei ich hatte viele Vitamine jetzt in der Suppe. Wobei die auch theoretisch tot gekocht sein könnten. Also naja, egal. Hey, Co-Pilot, willst du Orange? Huch, seit wann mag der Orangen? Na dann, viel Spaß, Meister. Mach mal. Die Orange-Geschichte, wir sind's endlich los. Und jetzt fiel mir gerade ein. Ich hab da ja noch Ballerina-Kekse. Oh, da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Da sind sie. Nicht mehr viele, aber ich glaube, wir haben noch eine Rolle. Notstand droht noch nicht, aber wir brauchen dazu auch Milch. Tja, unter den wachsamen Augen des Herrn Co-Piloten und Friedrich darf ich jetzt tunken. Leute, jetzt mal ohne Scherz, das heutige Tagesziel heißt, ich habe das glaube ich noch gar nicht gesagt, ihr wisst gar nicht, was heute läuft, aber das heutige Tagesziel, ganz ehrlich, ohne Scherz. Die Suppe muss gegessen werden. Heute kriege ich das noch hin. So langsam habe ich genug Suppe und möchte mal wieder was anderes essen. Die muss heute weg, also entweder ihr oder ich. Überlegt's euch. Jo, super heiß. Hab nochmal mit Nudeln etwas gestreckt, weil das ist ein bisschen wenig sonst. Und jetzt gucke ich, dass ich die kille und wir morgen wieder mal was anderes essen können. Morgen sind wir in Alta, vielleicht essen wir da ja mal einen Döner oder so. Mitternacht. Gerade noch 3 Stunden mit Nicole telefoniert. Wahnsinn. Und jetzt gucken wir mal noch kurz vor die Tür, wie es da aussieht. Gibt's Polarlichter? Wenn ich mir das so angucke, gibt es keine Polarlichter. Es ist... Oh ne, da oben ist ein Stern. Seht ihr den auch? Aber witzigerweise schneit es nebenher. Das ist ja schräg. Der Kaiman ist ein bisschen weiß geworden vorne rum. Und an der Seite. Es schneit schon eine ganze Weile. Leicht vor sich hin. Bei minus 3 Grad nur noch. Ja, und kein Scherz. Genau über uns. Funkelnde Sterne. Blauer Himmel praktisch, wenn es Tag wäre. Genau ein Loch, das gibt's ja gar nicht. Ja, machen wir es mal ein bisschen hell hier und unsere Funzeln an, die wir am Dach montiert haben. Dafür sind sie echt super zu gebrauchen, auch nach hinten. Ihr seht, wir stehen hier ganz alleine, keiner außer uns. Es waren vorhin einmal laute Musikautos hier und ein Drifter. Oh, das war's auch. Ja, viel mehr gibt's hier nicht zu entdecken, deswegen sage ich zu euch jetzt Tschüss und gute Nacht. Morgen geht's hier weiter. Wir fahren nach Alta, gucken uns mal Alta an und schauen, was passiert. Weiß es bisher auch noch nicht. Bis dahin sage ich mal gute Nacht, schöne Träume und bis später. Ciao zusammen.
sound.